Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lust auf Kufstein hier auf Tirol TV. Wir sind heute zu Gast im Funplex Kufstein, genauer gesagt im Cinema for You, Ihrem Kino im Funplex Kufstein. Wir werden heute einige Neuerungen erfahren und einen besonderen Filmstart. Aber erst der erste Beitrag. Letzten Sonntag stand das Kufsteiner Innotech ganz im Zeichen der Blasmusik. Ein besonderes Konzerterlebnis bei freiem Eintritt. Es geht um Jugend und es geht um Blasmusik. Ja, wir verstehen die Kulturarbeit in Kufstein nicht nur darin, dass wir sagen, wir laden renommierte und etablierte Ensembles ein, sondern wir schaffen auch Bühne und Rahmen für eben Jugendgruppen, für in dem Fall Jugendblasorchester. Es sind zwei regionale Jugendblasorchester da, aus Itter und aus St. Johann. Es ist das Tiroler Landesjugendblasorchester da und es ist das österreichische Bundesjugendblasorchester da. Und das sind natürlich verschiedene Qualitätsstandards auch, aber es ist ja nicht ein Wettbewerb, sondern es ist ein Fest für alle Freunde von Klängen der Blasmusik. Sehr moderne, interessante Stücke, also es ist nicht nur althergebrachte Blasmusikliteratur. Und das ist das Tolle, dass da Kufstein immer mehr zur Drehscheibe wird für solche Veranstaltungen. Und wir haben die Räume dafür, die Seele dafür und das Publikum dafür. Und da freue ich mich. Wie wichtig ist das Musizieren für Jugendliche? Das haben wir oft beobachtet, dass junge Musiker oder junge Schüler, die Kinder, die Schüler, die miteinander musizieren, einen ganz anderen sozialen Umgang miteinander pflegen, sich auch privat treffen, nicht streiten oder prügeln, sondern wirklich einfach miteinander Gaudi, Spaß haben, musizieren und eigentlich, glaube ich, auch Zukunft für die Gesellschaft ist für uns. Ein beeindruckender und abwechslungsreicher Abend. Das nächste große Konzerterlebnis in der Festungsstadt ist dann das Neujahrskonzert am 3. Jänner 2013. Zurzeit natürlich James Bond hier im Cinema for You in Kufstein. Aber Alex, es gibt noch neue Premieren, die ins Haus stehen. Was gibt es da Schönes? Ja, genau. Wir haben am 12.12. um 12 Uhr haben wir unsere große Premiere von Der Hobbit. Okay. Gibt es sonst noch was Nennenswertes? Ja, bei uns im Haus hat sich wieder mal was technisch verändert bzw. verbessert und das zeige ich aber dann oben im Vorführraum. Okay, das schauen wir uns dann gleich an nach dem Newsticker. Elisabeth Höpflinger und Ilse Blumentritt betreiben bis voraussichtlich Ende November einen kleinen Flohmarkt im Kufsteiner Arkadenplatz. Natürlich mit karitativem Hintergrund. Und zwar für das Bolivien-Projekt vom Dr. Spechtenhauser, der ja bei uns im Kufsteiner Krankenhaus Primar ist. Meine Nachbarin und ich, wir sind Privatflohmarkt gefahren und dann haben wir gesagt, na, also das nächste Mal spenden wir den Erlös für dieses Projekt. Nur wollten wir nicht mehr fahren und haben dann bei der Leasing Unterland gefragt, ob wir einen Raum zur Verfügung haben könnten und so ist es dann entstanden. Also vorbeischauen, kaufen und damit helfen. Informationen zum Hilfsprojekt in Bolivien gibt es natürlich auch online. Laufen für einen guten Zweck stand vor kurzem bei der Fachhochschule Kufstein auf dem Programm. Es geht an drei Organisationen, an die Lebenshilfe Tirol, an SOS Kinderdorf und Huntington Disease. Und man kann sich als Läufer selber aussuchen, an wen das Geld geht. Also man meldet sich an und sucht sich selber einen Sponsor. Oder wir haben auch selber Sponsoren gesucht für die Läufer. Der zahlt dann pro Runde einen Betrag und das geht dann an die Organisation, die er aussucht. Also jetzt haben wir einen halben Kilometer die Runde und es geht genau eine Stunde lang und man kann so lange rennen, wie man es schafft oder wie man möchte. Insgesamt konnten an diesem Tag von den ca. 100 Startern 1.500 Euro erlaufen werden. Am Sonntag, den 4. November, trafen sich die Stadtmusikkapelle Kufstein, Vertreter der Behörden und Ämter sowie der Exekutive, die Schützenkompanie Kufstein, die Kaiserjäger, die Korserer sowie die Feuerwehr Kufstein zur traditionellen Gefallenen-Gedenksfeier. Nach dem Gedenksgottesdienst geht es zu den Gedächtniskapellen rund um den Kalvarienberg. Der feierliche Höhepunkt war die Kranzniederlegung beim Heldenfriedhof. Herrenmode Felberbauer. Es lebe der feine Unterschied. Unser Angebot ist zu groß für nur einen Werbespot. Am besten schauen Sie selbst bei uns vorbei. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für professionelle Wohnraumgestaltung. Raumcolor in Kufstein, Wörgl und Reutte.
Soundeffekts und Ihre Welt wird bunt. Traditionelles in kulinarischer Hochform mit der passenden Weinbegleitung. Das erwartet Sie bei den Ganselwochen im Hotel Andreas Hofer vom 2. bis 11. November. Jetzt sind wir im Vorführraum. Alex, da ist jetzt dieses Baby. Früher war es mal nur die Projektoren. Das ist jetzt, sind die neuen Projektoren. Aber was kann der jetzt noch besonders, was die anderen nicht kennen haben? Ja, der kann ganz was Besonderes. Und zwar haben wir diese Serie 2 von Christie haben wir jetzt aufgerüstet mit den neuen Server dazu. Der kann jetzt High-Frame-Filme projizieren. High-Frame, was heißt das? High-Frame bedeutet höhere Bildrate pro Sekunde. Das ist so, die normalen Standardfilme haben 24 Bilder pro Sekunde und der macht derzeit 48 Bilder pro Sekunde. Ja, wunderbar. Das heißt dann, dass der Hobbit in 3D besonders ruckelfrei und nur mal ein bisschen schärfer und besser zum Anschauen ist. Bei uns geht es nun weiter mit der Firstfeier der Volksschule Zell. Die Volksschule Zell ist seit Ferienbeginn Baustelle. Es entstehen 5 Klassen samt Nebenräume. Aus statischen sowie terminlichen Gründen wurde die Aufstockung in Holzbauweise durchgeführt. Anfang der Woche war es nun Zeit für die Firstfeier. Genau, eine Firstfeier, ich glaube an einer ganz besonderen Schule in Kufstein. Die Volksschule Zell hat ja immer schon einen guten Ruf gehabt und es war uns wichtig, sie an diesem Standort erhalten zu können. Das heißt, alle Ausbaupläne, die dringend notwendig waren seit Jahren, haben wir auf diesen Standort auch konzentriert. Mit einer Aufstockung können wir alles gewährleisten. Wir haben jetzt nach modernsten Gesichtspunkten eine Montessori-Pädagogik da geplant. Alles natürlich in Rücksprache mit dem Lehrkörper und vor allem mit Direktor Meier. Und ich glaube, man kann bereits jetzt in etwa sehen, wie das Ganze wird, mit einem großen Vorraum, mit Klassenräumen. Ich glaube, dass es eine ganz moderne, tolle Schule wird. Im Zuge der Erweiterungsarbeiten wird auch der Brandschutz des gesamten Gebäudes auf einen aktuellen Stand gebracht. Das 2-Millionen-Euro-Projekt soll im Februar 2013 vollendet sein. So rufen wir aus voller Kraft, es lebe hoch die Bauernschaft! Ah, Selbstbedienung an der Popcornbar. Wahnsinn. Zu jedem Film natürlich braucht man einen Popcorn. Weiter geht's bei uns nicht mit einem Film, sondern mit Theater. Wir waren beim Stadttheater Kufstein und da spielten sie Endstation Sehnsucht. Tennessee Williams Endstation Sehnsucht gab das Stadttheater Kufstein zum Besten. Man kann auf eine erfolgreiche Aufführungsserie zurückschauen. Die Regisseure Stefan Brix und Klaus Schneider sind zufrieden. Das Stück dreht sich um Blanche Dubois, eine zerbrechliche Schönheit mit dunkler Vergangenheit, gespielt von Varina Weinert. Und die Inszenierung vermag es durchaus, das Publikum ins Milieu eines 40er Jahre New Orleans des letzten Jahrhunderts zu entführen. In eine Welt voll Lügen, Gewalt und falschen Hoffnungen. Wie kommt man dazu, solch einen Klassiker zu inszenieren? Vor allem die Rolle des Stanley hat es mir sehr angetan. Und ja, jetzt ist eigentlich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen für mich. Und das Stück auf die Bühne gestellt, ich habe die Rolle spielen dürfen, oder ich darf sie immer noch spielen. Und es ist einfach eine tolle Sache. Für Klaus Schneider war es ein Regiedebüt. Ein zweiter Regisseur war vonnöten, spielten doch beide mit. Ich muss sagen, es war toll und das haben sie ja alle drauf einlassen. Und es ist toll zu sehen, wenn man halt nur aus den Leuten was rauskitzeln kann und sie wirklich alle drauf einlassen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Eine gelungene Inszenierung, für die der letzte Vorhang schon gefallen ist. Wir proben natürlich schon fest für die nächsten Produktionen. Und zwar ab 24. November spielen wir für unsere kleinen Theaterfans das Märchen Alibaba und die 40 Räuber. Und Klaus Reitberger hat ein Stück geschrieben, das heißt, wenn die Welt untergeht. Sollte die Erde weiterhin ihre Runden ziehen, dann werden wir im Jänner und im Februar dieses Stück hier im Kulturhaus zeigen. Und im April wird Charlies Tante im Kufsteiner Kulturhaus für Stimmung sorgen. Lust auf Kufstein hier im Cinema for You im Funplex Kufstein. Ja, auch hier im Kasserhäusl lässt sich's durchaus gut aushalten. Und falls Sie ein Nikolausgeschenk suchen oder ein Weihnachtsgeschenk, dann schenken Sie doch diese VIP-Karte. Da bekommen Sie alle Filme zum besten Preis. Noch ein kleiner Hinweis, Anfang Jänner zeigen wir hier im Cinema for You den Film der 2. Tirol-TV-Kreuzfahrt. Vielleicht haben Sie Zeit und gehen Sie mit uns wieder an Bord. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, wenn Sie wollen, bei Lust auf Kufstein. Bis dahin, cineastische Grüße.